Fast alle Jurastudentinnen und Studenten stürzen sich zu Beginn des Studiums auf das Strafrecht. Und fast alle finden, das Strafrecht ist ganz toll und sagen irgendwann mal, Strafrecht ist es. Das hat einen ganz einfachen Grund. Strafrecht ist eine vermeintlich ganz leicht überschaubare und beherrschbare Materie. Das Strafgesetzbuch hat ja nur ungefähr 330 Paragraphen. Das Zivilrecht dagegen ist viel unüberschaubarer zu Beginn. Das hat weit über 2.500 Vorschriften, sodass der Anfänger zunächst immer aufs Strafrecht stürzt. Und Strafrecht kennt man ja auch aus der Tageszeitung, aus dem Tatort, wo auch immer. Also es gibt so eine Art Grundzugang und das Strafrecht fängt an der Universität auch immer an mit dem Diebstahl und der Körperverletzung. Also mit Dingen, die man kennt. Sodass in den ersten ein, zwei Semestern wir schwerpunktmäßig strafrechtliche Fälle diskutiert haben. Und da war für uns, jedenfalls für mich, aber ich glaube auch für die anderen in meiner Lerngruppe, ganz interessant festzustellen, dass Strafrecht doch viel diffiziler ist, als man sich das vorstellt. Also was ist ein Diebstahl? Wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und würden beliebige Menschen fragen, was ist Diebstahl, würden wir ganz interessante Antworten wahrscheinlich bekommen. Strafrechtlich ist die Definition, wer einem anderen eine fremde, bewegliche Sache wegnimmt, in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Diebstahls bestraft. Das klingt schrecklich, wenn man es das erste Mal hört, ist aber ungeheuer interessant und richtig, weil diese Definition, dieser griffige Satz enthält alles, was man wissen muss über den Diebstahl. Und das war in der Lerngruppe für uns die Frage, sich mit diesen alltäglichen Dingen zu beschäftigen. Und wenn Sie versuchen, Sie in die Steckdose zu greifen und Strom zu stehlen, abgesehen davon, dass es weh tut, ist es kein Diebstahl. Denn Strom ist keine Sache, die Sie wegtragen können. Das hat dazu geführt, dass der Erste, der Strom gestohlen hat, vom Reichsgericht nicht bestraft werden konnte. Und speziell für diesen Fall musste das Strafgesetzbuch geändert werden. Und das waren Erkenntnisse, die waren ungeheuer interessant. Sodass sich mir, wie wahrscheinlich ganz vielen anderen Studenten, das Jurastudium und die Begrifflichkeiten zunächst über die strafrechtlichen Fälle erschlossen haben. Und die ersten Fälle, mit denen ich dann Kontakt hatte und an die ich mich auch heute noch erinnern kann, waren strafrechtliche Fälle. Auch wenn ich dann später festgestellt habe, dass Strafrecht sozusagen nur eine Facette und möglicherweise sogar eine kleine Facette aus dem Tätigkeitsfeld eines Juristen, mal ganz allgemein gesprochen, ist. Aber Strafrecht war die interessanteste Möglichkeit, den Zugang zu gewinnen und so ein gewisses Aha-Erlebnis zu spüren. Und so haben wir zunächst mal sehr viele Strafrechtsfälle diskutiert.